Rot-Weiß-Rot Salzburg, Endstand 1:2. Glückwunsch Matthias, Glückwunsch Luca. Zunächst hätte ich die Frage an Cheftrainer, wie siehst du die heutige Partie? Ja, es war wie erwartet ein harter Kampf. Ja, die Austria macht es wirklich in der kompletten Saison sehr, sehr gut. Sie hat klare Muster, wie sie Gegenball arbeitet, wie sie Räume wegnimmt. Von dem her war das der erwartet schwere Kampf. Aber ich glaube, in Summe haben wir sicher nicht das beste Spiel gemacht, aber trotzdem ein ordentliches und auch verdient gewonnen. Danke, Matthias. Luca, dein Fazit? Ja, ich denke, die erste Halbzeit war nicht so gut von uns. Die Aggressivität hat gefehlt, die Zweikampfstärke war nicht gut bei uns, aber die zweite Halbzeit war dann viel besser und durch die Joker, die haben uns nochmal in den Schwung in die Partie gebracht und dann denken wir, verdient gewonnen auch. Danke, Luca. Sind wir bereit für eure Fragen? Bitte? Ja, das habe ich jetzt die letzten Wochen schon oft beantworten müssen. Das ist ja auch eine absolut berechtigte Frage. Aber es ist kein Zufall. Es ist immer wieder der Fall, dass der Gegner natürlich mit unserer Spielweise zu kämpfen hat. Ja, und in der Schlussphase durchaus auch müder wird. Das sieht man ja in anderen Top-Ligen auch, wo die Favoriten oder die Top-Mannschaften einfach zum Ende der Partie dann nochmal Tore machen und die Partie dann auch für sich gestalten und so machen wir das dieses Jahr auch. Ich glaube, das ist jetzt der falsche Platz, um über die Vor- und Nachteile des VAR zu diskutieren. Ich bin völlig bei ihm. Das war kein Eckball. Capaldo köpft den Ball an die Latte und demzufolge jetzt Abstoß geben müssen. Schrittiger war die Situation davor, ob der gefaulte Capaldo auf der Linie war oder außerhalb. Weitere Fragen? Wenn einer unserer Spieler sagen würde, dass es kein Eckball war, ist ein Schiedsrichter. Ach so, das glaube ich, kommt immer wieder vor im Fußball. Absolut, absolut. Aber ich glaube, es gehört genauso zum Fußball dazu, dass man dann die Entscheidung so akzeptiert. Ich glaube, da gibt es ja gefühlt dann 30, 40 Aktionen im Spiel. Und ich glaube, es kommt dann selten eine Mannschaft zum Schiedsrichter und sagt, es war kein Foul beim 50-50-Zweikampf oder ich habe den Gegner jetzt nicht berührt im Zweikampf. Von dem her, glaube ich, stellt sich die Frage nicht. Ich hoffe, dass es genießt, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist dankbar, gerade nach so einer langen Verletzung, dass er sich nochmal zeigen kann, dass er mit einem guten Gefühl sich auch hier verabschieden kann. Wie gesagt, die Entscheidung ist jetzt schon länger getroffen und wir haben nach wie vor eine große Wertschätzung gegenüber Sladi, gegenüber seiner Leistung und seiner Karriere. Groß. Servus. War dir auch groß, Luca? Auf jeden Fall. Ja, ich hätte gerne heute auch schon zugezogen im Sack und heute mit einem guten oder noch besseren Gefühl nach Salzburg zurückgefahren. Aber so ist es. Wir haben unser Ding gemacht. Hätten ja auf Schützenhilfe von Radweg hoffen müssen.
Das war heute nicht der Fall, von dem her wollen wir es nächste Woche dann ja, entscheiden. Noch weitere Fragen? Weiß ich nicht, ob wir das beste Rezept hatten, weil ich nicht in den Analysen und nicht im Matchplan drin saß von meinem Trainerkollegen, aber was ich sagen kann, ist, dass es tatsächlich immer schwer ist, gegen sie zu spielen, weil sie sowohl gegen den Ball als auch mit Ball einfach einen ganz klaren Plan haben. Da gibt es ein großes Kompliment für meinen Trainerkollegen. Das ist immer schön, wenn man in die Analysen geht und den Gegner beobachtet und man sieht es einfach, was, ja, was er spielen lassen möchte. Von dem her war uns das klar, dass es heute auch wieder eine harte Partie ist. Noch eine Frage? Gut, dann verabschieden wir uns. Glückwunsch nochmal und bis nächste Woche in Salzburg.